Ciao zusammen, mein Name ist Dani. Ich fahre gerne Schiff, natürlich als Hobby und in der Freizeit. Aber wie ist es auch, wenn man auf das Schiff angewiesen ist, für zu arbeiten, zum Einkaufen oder wenn man nach einem Konzert heim will? Für die Bewohner von Quinten am Wallensee ist das Alltag. Mit dem von Ihnen kann ich heute reden. Das ist die 30. Folge vom Schiffspodcast. In der 29. Folge haben wir das Dampfschiff Neuchâtel vorgestellt. Es ist der letzte Hauptsalondampfer der Schweiz. Ich bin damit gefahren und habe dort Sébastien Jacquot getroffen. Ihm und seinen Mitstreitern ist es zu verdanken, dass das Dampfschiff wieder auf den Jurasee fährt. Hör rein, wenn du es noch nicht gehört hast. Den Schiffspodcast kannst du überall hören, wo es gute Podcasts gibt und natürlich unter schiffspodcast.ch. Der Joel Schmid wohnt in Quinten am Wallensee. Das ist die einzige Ortschaft von der Schweiz, die nur mit dem Schiff erreichbar ist. Wir reden jetzt darüber, wie die besondere Lage seinen Alltag prägt und welche Herausforderungen das mit sich bringt, zum Beispiel wie die Post nach Quinten kommt, das Internet oder auch die Feuerwehr mit ihren Löschfahrzeugen. Und natürlich lerne ich faszinierende Schiffe auf dem Wallensee kennen, vom historischen Quintner Weidling bis zum künftigen H2-Schöttel. Das Schiff, das mit Wasserstoff soll antrieben werden, vertiefen wir in einer Bonusausgabe vom Schiffspodcast ab dem 17. August. Ciao Joel, hallo. Hallo Daniel. Freut mich, dich lernen zu kennen. Ja, schön, dass du vom Thudersee daher gereist bist. Ja, es war eine recht weite Reise, aber es ist gut gegangen. Ich hatte klimatisierte Wege, hat viel Platz, wenig Leute und alle Anschlüsse verrutscht. Schön. Wir stehen jetzt hier in Unterterz am Wallensee und wir wollen eigentlich auf Quinten, wo du herkommst. Quinten ist nur per Schiff erreichbar, eigentlich ein Traum für alle Leute, die gerne Schiff fahren. Das ist so, ja. Es ist auch sonst ein Traum, um dort zu wohnen. Du kommst per Pedes natürlich, also zu Fuß. Du kannst zu uns wandern, von Wesen oder von Wallenstadt. Es ist aber noch eine Wanderung so von zwischen 2 und 3 Stunden. Ja. Grundsätzlich ist Quinten einzigartig. Der See trennt uns, der Wallensee. Das war ja früher schon ein natürlicher Riegel, oder? Also früher sind die Germanen sind richtig Zürich und die Welschen, die romanisch sprechenden, eigentlich im Bündnerland, oder? Und das war eine natürliche Grenze. Heute ist das natürlich nicht mehr, oder? Heute hat es links und rechts vom Wallensee einen Haufen Dörfer. Und Quinten, so die Perle am Wallensee. Also man kommt nur per Schiff her zur Perle vom Wallensee. Mit welchem Schiff fahren wir her? Wir fahren jetzt mit der Barbara her. Barbara ist ein spezielles Schiff. Nomen ist Domen. Barbara ist ja Schutzpatronin vom Bergbau. Ich habe sie dürfen übernehmen vor knapp 2 Jahren, weil das Schotterwerk ist geschlossen worden. Dann hat es ein Herr übernommen, den hat sie nicht mehr können haben und dann habe ich die übernommen. Und darum bitte ich dir jetzt die spezielle Fahrt mit der Barbara gönnen. Gehen wir zu mir heim. Das Schotterwerk, ist das auf der Quintenseite vom Wallensee in dem Fall? Nein, das ist auf der anderen Seite, Richtung Amden. Ja. Das ist eine der Ort. Das Schotterwerk ist geschlossen worden 2011. Und jetzt haben wir ja ein grosses Projekt für eine PV-Anlage am See. Das nennt sich Felsenstrom. Das heisst, das Überbleibsel von dem Schotterwerk soll genutzt werden für eine Stromanlage, für eine PV-Anlage, die in den Wintermonaten speziell Strom liefern soll. Und wie würdest du die Barbara beschreiben? Barbara ist ein Mannschaftsboot, ein sehr zweckmäßiges Boot. Antrieb, wie man es kennt, das hat eine starre Welle, einen Dieselmotor. Es können 12 Leute drin fahren. Gebaut worden ist in den 90er Jahren, Mitte der 90er Jahre. Man hat eine Schale aus Finnland, eine sogenannte C2-Schale, geholt und hat in der Hensa-Werft hat man dann das Häuschen und die ganzen Sachen aufgebaut. Bist du viel mit diesem Schiff unterwegs? Es ist mein zweites Boot. Für das alltägliche Boot habe ich ein finnisches Patrouillenbötli. Klingt jetzt noch mehr, als es ist, aber auch so ein flink stabiles Bötli, das jeden Tag über den See muss. Barbara ist für die Freizeit oder auch mal so ein bisschen Lustfahrten mit Kollegen oder so. Wichtig ist, dass sie am See erhalten bleibt. Das ist mein Ziel von der Barbara. In welchem Zustand war sie denn, wo du sie gekauft hast? Hast du viel müssen dran haben? Nein, es war in einem sehr guten Zustand. Der Vorbesitzer hat sie in Schuss gehalten. Und ist klar, so eine alte Lady braucht immer ein bisschen Unterhalt. Aber das ist gut zu machen. Ich lasse das machen von einem Mechaniker. Ich bin da nicht so geschickt drin. So. Aber ich habe sie immer guten Zustand übernommen. Ja, da bin ich doch gespannt. Du hast ein kleines Hündchen noch dabei und das ist sehr flink auf die Barbara eingestiegen. Jetzt wollen wir mal schauen, ob ich das so schaffe. Das wirst du schaffen. Fahren wir doch los. Danke.
Also, der hat das Einsteigen geklappt, wir sind nicht nass geworden. Und jetzt fahren wir über den Wallensee nach Quinten über. Wie lange fahren wir? Wir nehmen es jetzt ein bisschen gemütlich, gell, damit du ein bisschen etwas siehst. Wir tun das auf dem Wallensee ein bisschen unterscheiden. Wenn du da schaust, siehst du auf der westlichen Seite Quinten City. Und wenn du dann ein bisschen Richtung Osten gehst, siehst du dort, wo ich daheim bin. Und ich fahre mit meinem Boot so 8 bis 12 Minuten. Das sind 1,8 Kilometer, die ich über den See muss. Und Barbara, ist sie angenehm zum Fahren? Barbara ist angenehm zum Fahren, ist ein grosses Schiff. Sie hat halt eine starre Welle und ist deshalb nicht so wendig. Aber als guter Schiffsfahrer ist das kein Problem. Und der Wallensee ist heute Morgen in der Sonne, für den Nachmittag ist aber noch das Wetter gemeldet. Wann ist er am schönsten, der Wallensee, zum Drauffahren? Ich glaube, das ist ein bisschen abhängig der Fahrt. Wenn du einen Skyper fragst, oder, dann hat er gerne einen Haufen Wind. Oder? Wir natürlich, die jeden Tag über den See müssen, haben gerne, wenn der See ruhig ist. Aber es ist auch schön, wenn der See mal ein bisschen unruhig ist, dann ist das fahrerische Können mehr gefragt. So, wenn wirklich wir 5 Bofor und mehr sind, oder, dann müssen wir uns konzentrieren, dass wir an nichts heimkommen. Aber heute ist er jetzt ruhig, würdest du sagen? Heute ist er sehr ruhig, ja. Heute ist er sehr ruhig. Es kommt noch das Gewitter auf, wenn wir schauen, was dann passiert mit dem Wind. Aber das Gewitter kommt und geht wieder. Oder? Aber dass man nicht auf dem Wallensee fahren das gibt es eigentlich nicht. Oder ist das schon vorgekommen? Nein, das gibt es nicht. Selbstverständlich. Es ist ein bisschen wie beim Autofahren. Oder? Wenn du einen Haufen Schnee hast auf der Straße, dann gehst du jetzt nicht raus, wenn du nicht musst. Und auf dem See ist das Gleiche, oder? Wenn du Starkwindwarnung hast, ist es für uns kein Problem. Wenn du Sturmwarnung hast, wenn du über musst, dann kommst du trotzdem über, aber du suchst es dann nicht. Du, wenn jetzt jemand Lust bekommt, einen Ausflug zu machen an Wallensee, der nie da war, was würdest du ihm empfehlen? Wo sollte er hergehen? Es gibt zwei Möglichkeiten. Eine kurze. Die kurze ist, man geht mit dem Schiff von Murgen nach Quinten auch. Und läuft dann etwa 15 Minuten nach Quinten City. Dort hat sie in den Sommermonaten 3 Restaurants, die offen sind. Da kann man Quinten und den See ein bisschen anschauen. Wer gerne wandert, kann zum Beispiel von Wesen aus eine Wanderung machen. Wunderschöne Wanderung an Wasserfell vorbei. Geht etwa knapp 3 Stunden, ist dann in Quinten und kann mit dem Längskurs wieder zurück nach Wesen fahren. Sehr schön. Und jemand, der schon ein bisschen mehr am Wallensee war, gibt es für ihn ja, kein Tipp auch nicht, sonst würdest du nicht im Podcast verraten. Aber so ein Tipp für Leute, die halt schon vieles gesehen haben. Du, Quinten ist auch immer schön für einen Sonntagsausflug. Es hat verschiedene Badeplätze zum Beispiel, wo man im Wallensee kann baden kann. Wir haben 3 tolle Restaurants in Quinten, wo man kann besuchen kann. Also es gibt eigentlich für jeden Mann, jede Frau und jedes Herz etwas. Eben, wir haben schon darüber geredet, dass du mit deinem privaten Schiff unterwegs bist, aber die Leute, die als Touristen kommen, die sind natürlich mit der Wallensee-Schifffahrtsgesellschaft unterwegs. Die haben ein neues Schiff seit dem letzten Herbst. Die Wallensee-Schifffahrt hat ein neues Schiff, ja. Die MS Schweiz hat man vom Zugsee an den Wallensee gezügelt. Das war ja eine riesige Geschichte. Ja. Bist du dabei gewesen? Hast du zugeschaut? Nein, habe ich nicht. Ich musste ja arbeiten. Ich habe es aber natürlich in den Medien verfolgt. Ja. Ich habe bei der Schifffahrtsgesellschaft ein Video gefunden, wo sie gefilmt haben, wie sie mit dem Schiff durch die Straße fahren. Und es ist wirklich imposant. Ich glaube, ich werde es verlinken zu den Shownotes vom Podcast, dass man es dort schauen kann. Ja. Wichtig zu wissen ist, dass jedes Schiff, jedes grössere Schiff, das daher kam, ist am Wallensee, den gleichen Transportweg hatte. Also man hat immer, wenn du ein Schiff musst zügeln oder so, hast du meistens mal die grosse Schale, die du halt von A nach B bringen musst. Und das ist so eine spannende Reise, wie die in der Schweiz gemacht hat. Das heisst, am Wallensee gibt es keine Werft, wo man ein Schiff zusammenbauen kann? Wir haben kleinere Werfte, aber natürlich nicht Werfte in dieser Grössenordnung. Wir haben Werfte, die vornehmlich für den Unterhalt ist. Im Bereich von Sportboot, Privatboot, gibt es Werfte, die selber Boot bauen. Aber mit dem neuen Schiff bist du sicher schon mitgefahren? Ich bin sogar im Zugersee. Ich habe früher auch im Zug gearbeitet und bin deshalb auch schon eigentlich original mit der MS Schweiz gefahren und durfte an der Premiere, wo das Schiff da gefahren ist auf dem Wallensee, durfte ich dann mitfahren. Ja. In der Schifffahrtsszene hat der Name ein bisschen zu reden gegeben. Swiss Pearl heisst das Schiff.
Das ist richtig, ja. Wir nennen es eigentlich Perle. Es ist Perle. So. Wieso, dass es so eine Verrenkung gegeben hat, wegen dem Namen, weiss ich nicht. Oder? Für mich ist viel wichtiger, dass das Schiff in der Schweiz geblieben ist, dass man das Schiff wieder dem Zweck hat können zuordnen und auch, dass die Schifffahrtsgesellschaft als private Unternehmung das Risiko auf sich genommen hat. Oder? Nur schon der Transport allein, nehme ich an, hat einen Haufen gekostet. Jetzt muss man es hier dann noch ein bisschen umbauen und so. Also ich sehe da einen Haufen Vorteile und über den Namen man kann man diskutieren, selbstverständlich. Aber für mich sind die anderen Sachen wesentlich wichtiger. Mir ist noch aufgefallen, dass man mit einem relativ alten Schiff herumfährt. Jetzt, du bist ja nicht von der Schifffahrtsgesellschaft, aber du bist ja jemand, der gerne Schiff fährt. Du bist sicher auch schon auf dem Motorschiff Alvier gewesen, in diesem Fall. Ja, der Alvier ist, so glaube ich, eines der ältesten Schiffe, das im kommerziellen Betrieb ist, hier auf dem Wallensee. Der Alvier ist 1920 gebaut worden, ich glaube am Rhein, ist dann einmal an Zugersee und ist vom Zugersee an Zürichsee und ist dann hier an Wallensee und hat damals noch nicht Alvier geheissen, sondern Quinte 1. So. Und wir hatten dann, so glaube ich, Mitte der 80er Jahre umgebaut, hatten ein bisschen länger gemacht. Ich glaube, jetzt ist er etwa 16 Meter lang und ist immer noch im Betrieb, ist im sogenannten Querkurs unterwegs. Das heisst zwischen Murg, Quintenau, Quinten und Rittur. Vielleicht sehen wir ihn ja heute noch. Wir sehen ihn heute sicher noch, ja. Ja, weißt du was, dann fahren wir doch weiter auf Quinten. Freue mich. Ja, Daniel, jetzt sind wir hier bei mir daheim. Quinten Schild. Du hast gesehen, mit reinfahren. Es hat noch ein weiteres Boot hier im Hafen. Das ist der sogenannte Quintner Weidling. Da, wo ich wohne, war früher ein Bootswerf. Das heisst, man hat hier in den früheren Jahren die Quintner Weidling produziert am Wallensee. Und das Teil, das du hier siehst, ist ein Original-Quintner Weidling. Und da kann man so ein bisschen Brücke machen. Der Quintner Weidling verkörpert eine Epoche am Wallensee. Barbara, wo wir ja daher gefahren sind, verkörpert auch eine Epoche. Und später werden wir dann über den H2-Shuttle am Wallensee reden, wo dann ein bisschen Zukunft einläutet. Ja, gern. Der Weidling, für was sind die gebraucht worden? Der Weidling war wirklich das alltägliche Schiff von einem Quintner. Man muss natürlich wissen, da hat man früher hat man noch gerudert und früher hast du auch noch auf der anderen Seeseite einfach ein Kiesbeet her tun, um einen Baum anbinden. Das geht natürlich heute nicht mehr. Also heute ist das anders. Heute hat der Quintner eigentlich kein eigenes Boot mehr, sondern ist angewiesen auf den öffentlichen Verkehr. Selbstverständlich, der ein oder andere Quintner hat noch so einen Quintner Weidling, aber es ist ja ein offenes Boot, oder? So. Aber früher war das Transportmittel, quasi der VW für Quintner. Die Quintner Weidlinge, sind die berühmt? Die Quintner Weidlinge sind hier in der Region auf jeden Fall berühmt, weil, so wie ich das gelernt habe, haben sie ein sehr gutes Verhältnis zwischen Länge und Breite. Und man hat auch am Arosasee oder in St. Moritz oder sogar am Genfersee hat man Quintner Weidling können sehen. Also muss der ein oder andere das entweder mitgenommen haben, Genfersee, oder man hat sogar verkauft. Wenn man so sagen will, ist sicher ein schweizweit ein bekanntes Boot gewesen. Ich habe es nicht gekannt bis jetzt. Du in Quinten, wie viele Leute leben dir da? In Quinten leben heute knapp 50 Leute hier. Das war schon früher anders. 1890 haben etwa 200 Leute hier gewohnt. Wir haben ganz eingangs von dem Podcast darüber geredet, dass der Wallensee so ein natürlicher Riegel war, oder? Zwischen den Alemannen und den Welschen. Und natürlich auch als Transportweg sehr wichtig war. Ein Teil des Königswegs war, vom Norden Richtung Süden. Das heisst, man hat mit Recker hat man die Linder auf, die Waren gezogen, hat sie dann in Wesen umgeladen auf ein Schiff und hat dann mit dem Schiff das nach Wallerstadt gebracht. Aber es hat gut und gerne zwei Tage dauern können. Also hat man müssen in Quinten Aufenthalt haben.
Und damals haben etwa 200 Leute dort gewohnt. Sobald dann, ich glaube 1857 war es, die Eisenbahn kam, also die Dampflok, ist natürlich der Transportweg günstiger und einfacher gewesen als der Seeweg. Und von dort weg sind dann die Einwohnerzahlen zurückgegangen, von 200 auf knapp etwa 30. Und wir haben hier eine Stiftung gegründet, Stiftung Finden lebt. Und wir probieren, dass wir das Dorf wieder in die nächste Generation bringen. Also die Leute haben keine Arbeit mehr gehabt hier, darum sind sie weggezogen? Sie haben keine Arbeit mehr gehabt, das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass durch die neuen Transportwege man natürlich auch sehr einfach nach Zürich gekommen ist, oder? Also als, vor allem vielleicht als Quintner, bis man dann mal nach Zürich gekommen ist, war es umständlich gewesen. Jetzt ist es einfach gewesen, nach Zürich zu kommen. So ist es auch einfach gewesen, ob jetzt ganz Zürich oder Chur halt eine Stelle zu finden oder umzusiedeln. Oder auch dazu mal natürlich aus dem Dorf Quinten wegzugehen und die neue grosse Welt, auch wenn es nur Sargans, Chur oder Zürich ist, dürfen kennenzulernen und sich dort eine Existenz aufzubauen. Zürich oder? Ist natürlich die grosse Welt. Ja, man muss sich natürlich eben ein bisschen zurückversetzen ins späte 19. Jahrhundert oder so. Meine, heute ist es ja ein anderer Trend, oder heute gehen alle wieder aus der Stadt raus, oder? Und wenn du aufs Land, aber dazu mal ist es natürlich so gewesen, dass in der Stadt Post abgegangen ist, also das heisst, dort hat es Jobs gehabt, dort hat das Leben stattgefunden und zu dieser Zeit ist es umgekehrt gewesen, da haben wir vom Land in die Stadt wollen, oder? Wenn man sich hätte wollen, an einem zum Beispiel kaufmännischen Beruf oder anderen Beruf widmen. Klar. Die Leute, die jetzt hier wohnen, die arbeiten aber nicht hier in diesem Fall. Teils, teils. Es ist so, dass wenn man in Quinten wohnt und da arbeitet, hat man meistens mehrere Jobs. Das heisst, man ist zum Beispiel in den Sommermonaten Matros oder hilft in den Schiffsbetrieben. Man hat vielleicht eine Möglichkeit, in einem Restaurant zu arbeiten. Oder man hat einen eigenen Rebberg, macht Wein, verkauft Wein. Postzustellung zum Beispiel, das sind alles so solche Sachen. Die jüngere Generation ist so, dass die natürlich aus dem Homeoffice von da aus arbeiten können. Und dann mit dem Alvier, wo wir darüber geredet haben, vielleicht ein oder zweimal in der Woche über den See sausen. Und dann haben wir eine sehr gute Anbindung auf der anderen Seeseite an die öffentlichen Netze. Also die S-Bahn haltet in Unterterzen, haltet in Murg, oder? Und dann bist du schnell in Zürich. Du hast ja schon gesagt, dass es 3 Restaurants hat in Quinten. Was kannst du hier sonst noch machen? Zum Coiffeur, zum Zahnarzt, einkaufen? Ja, alle die 3 Sachen, die du da sagst, kann ich hier in Quinten nicht machen. Aber ich vergleiche das manchmal so, wie wenn man zum Beispiel auf dem Land wohnt. Dann muss man vielleicht erst halt mit dem Postauto oder mit dem Bus in ins nächste grössere Dorf oder in die nächste Stadt fahren, um etwas zu machen. Und bei uns ist es einfach 1,8 Kilometer über den See. Also hier in Quinten hat es 3 Restaurants, 2 davon sind in der Saison offen. Ein Restaurant, das Tremondi, hat über das ganze Jahr offen. Also, aber natürlich Einkaufsmöglichkeiten hat es keine in Quinten. Also du hast in Quinten ähnliche Probleme wie halt Bergdörfer zum Beispiel haben? Korrekt. Quinten ist auch Bergzone 2. Ist ein bisschen komisch mit dem See, oder? Aber es ist so. Also wir sind Bergzone 2. Es ist ein Randgebiet. Wir haben es vorhin kurz angeteasert. Darum ist es für uns ja auch wichtig, den H2-Shuttle können auf den See zu bringen, damit wir die Anbindung, die Verbindung über den See komfortabler kann gestalten kann, als das sie heute ist. Also der H2-Shuttle wäre zusätzlich, der würde nicht das Schiff ablösen, das jetzt schon fährt? Der H2-Shuttle ist zusätzlich. Es ist, man muss so sagen, es ist ein Projekt. Wir haben zusammen mit den Schiffsbetrieben geschaut, wie kann man die Anbindung von dem Quinten besser lösen. Die Anbindung heute ist schon gut gelöst. Also, ich muss sagen, die Schiffsbetriebe geben sich da enorm Mühe, oder? Dass man da stündlich kann anfahren etc. Aber selbstverständlich kann man für die Anzahl Einwohner, die da sind, nicht einfach den öffentlichen Kurs ausdehnen. Und dann haben wir so ein bisschen in der Ideenfindung gesagt, was machen wir? Und dann sind wir zu einer Innovation gekommen, dass wir sagen, eigentlich könnte man wieder ein Taxi machen, einen Shuttle machen. Und dann ist es darum gegangen, wie betreiben wir den Shuttle. Dann hat man zuerst ein bisschen über Elektro geredet, dann haben wir am Schluss immer auf Wasserstoff gekommen.
Und so ist das eigentlich sehr ein innovatives Projekt, das wir zusammen da mit den Schiffsbetrieben haben. Und wie man den dann genau einsetzt. Also wir gehen davon aus, dass Ende 2025 das Schiff auf den See geht. Und wie man das genau dann einsetzt, das müssen wir uns noch ein bisschen überlegen. Oder? So, zuerst ist für uns mal wichtig, das Boot oder Schiff auf den See zu bringen. Reden wir gerne noch darüber. Aber jetzt hast du auch stumm eine Verbindung. Ja. Und wann fährt das am Morgen? Am Morgen um 6:30 Uhr. 6:40 Uhr, je nachdem, wo du einsteigst, kannst du in Alvir einsteigen. Also für das Arbeiten ist das eigentlich kein Problem, wenn du jetzt nicht gerade einen Beruf hast, wo ja, je nach Berufsgattung ist das so, ja. Es ist dann mehr am Abend, in den Sommermonaten ist natürlich durch Touristen fahrt der Kurs ein bisschen länger, bis um 9 Uhr oder auch bis um 10 Uhr. Haben wir gesagt, einfach auch Voranmeldung. In den Wintermonaten ist das nicht der Fall. Und darum muss man schauen, dass man eben einerseits für Quintner etwas machen kann, aber andererseits auch Innovation auf den See zu bringen oder einfach den Kurs länger fahren zu lassen, wäre eigentlich ökologisch und ökonomisch die schlechteste Lösung. Aber wenn du auf Zürich ans Konzert gehst, hast du ein Problem? Korrekt, hast du ein Problem. Du brauchst einen lieben Freund auf der anderen Seeseite, der dir eine Übernachtungsmöglichkeit gibt oder du übernachtest dort, wo das Konzert ist. Oder du hast einen Nachbar, der dich abholt. Das gibt es auch. Also das ist natürlich so ein Dorf. Da sind die nachbarschaftlichen Dienste sind auch über die gefragt. Aber du hast recht. Das Konzert oder natürlich nur schon Jassabend mit Kollegen musst du dir überlegen, wie du heimkommst. Wie kommt die Post auf Quinten? Auch mit dem Schiff in dem Fall? Die Post kommt mit dem Schiff auf Quinten. Das ist richtig. Also es ist ein Postsack, wo in Murg eingeladen wird und mit dem Alvir übergefahren wird. Dort wird er dann deponiert und wird von jemandem, der bei der Post angestellt ist, wird die Post dann verteilt. Das ist ganz wichtig, als wir da 2017 unsere Stiftung gegründet haben, sind das eigentlich die ersten Sachen gewesen, die wir müssen sicherstellen müssen, die Postzustellung. Internet zum Beispiel haben wir auch nicht gehabt, haben wir jetzt über eine Richtstrahlantenne. Und dann sind noch Sachen wie ärztliche Versorgung, Feuerwehr etc. Das sind alles Sachen gewesen, die wir müssen aufarbeiten mussten. Wie hat er das gemacht mit der Feuerwehr? Die Feuerwehr war da sehr kooperativ gewesen. Die Feuerwehr hat natürlich grundsätzlich schon gewusst, wie sie mit einem Brand in Quinten will umgehen. Aber für die Bewohner in Quinten war es sehr wertvoll gewesen, an einer Veranstaltung von der Feuerwehr von Quarten zu hören, was sie für ein Konzept haben, also wo sie anlanden wollen. Sie haben auch verschiedene Häusle, wo sie Schläuche deponiert haben, oder? Dass, wenn man mit dem Ladyschiff anlandet und der Feuerwehrwagen drauf ist, relativ schnell zum Objekt kommt etc. Und das Konzept, das sie uns da vorgestellt haben, hat sehr viel Sicherheit vermittelt und ist gut für die Bevölkerung. Ja. Also als Nicht-Betroffenen zu hören, klingt es gleich irgendwie noch lustig. Also die Feuerwehr fährt auf ein Ladyschiff mit ihrem Tanklöschfahrzeug und kommt auf Quinten über. Ja. Löschen. Genau. Und wenn du eine neue Wäschmaschine brauchst, habe ich mir mal aufgeschrieben, dann kommt die wahrscheinlich auch mit dem Ladyschiff in dem Fall. Das ist korrekt, ja. Wir haben das Ladyschiff, das hat, glaube 40 Tonnen kann man drauf tun. Also die Wäschmaschine hat locker Platz. Spass beiseite. Wir haben da zum Beispiel auch eine eigene Kläranlage. Das heisst, zweimal im Jahr brauchen wir den Pumpwagen, oder, der da rüberkommt. Das ist aber nur jetzt, weil ich ein bisschen außerhalb vom Dorf wohne. Nicht, dass man meint, dass Quinten gänzlich eine eigene Kläranlage hat. Jetzt sind wir im öffentlichen Netz. Aber wir da sind ländlich und sind froh, dass wir das Ladyschiff haben. Ob Kühlschrank, Kläranlage, Polstergruppe oder was auch immer. Kommt alles mit dem Ladyschiff. Und das wird betrieben von der Schifffahrtsgesellschaft? Ja, korrekt. Du hast vorhin schon die Namen erwähnt von den umliegenden Ortschaften. Terzen gibt es, Quarten gibt es, Quinten gibt es. Ich kenne die Begriffe vor allem als Intervall aus der Musik. Seid ihr so eine musikalische Region oder was hat es auf sich? Also ob wir eine musikalische Region sind, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass die Namen nicht aus der Musik stammen, sondern es ist ein das Bischoftum in Chur. Der Hof hat früher die Ländereien da besitzt
und hat mit wenig Fantasie einfach 1, 2, 3, 4, 5 hat die Dörfer nummeriert. So. So, und im Lateinischen sind wir dann halt bei Terzen, Quinten etc. Bin so. Siebten vorbeigefahren, kann das sein? Ja, wäre vielleicht möglich, das weiß ich nicht. Ich weiß einfach, dass wir da in Unterterzen, Quinten und so weiter, dass das eigentlich dass eine höfische Zahlweise war vom Bistum in Chur. Ja. Ich habe gleich nachher geschaut, es gibt ein Lied über den Wallensee vom Trio Eugster. Die Leute in meiner Generation kennen das wahrscheinlich noch. Aber der Wallensee kommt dort nicht so gut weg. Sie singen vom Kualensee, weil er bremsklotzig auf dem Weg in Schnee ins Graubünden. Ja, das ist so, ja. Das ist auch ein Image, das der Region ein bisschen anhaftet, oder der Kualensee. Und verschiedene Betriebe hier am Wallensee, unter anderem auch Schiffsbetriebe, aber auch wir mit unserer Stiftung, probieren, ein neues Image wieder herzubringen, oder? Und sagen, wie jetzt der H2-Shuttle oder wie auch andere Sachen, dass da am Wallensee Innovation entsteht, dass der Wallensee ein super Ausflugsziel ist und da ein bisschen wegzukommen vom Qualensee. Mittlerweile ist ja nicht mehr so ein Qualensee, oder früher ist das natürlich schon so gewesen. Ja. Genau, es ist aus einer Zeit, wo eine Nationalstrasse war und heute ist es eine Autobahn. Ich weiß nicht, wie es mit dem Stau ist, ich bin mit dem ÖV unterwegs. Aber man muss auch sagen, das Trio Eugster, sie singen am Schluss davon, dass man den Wallensee am besten mit dem Schiff geht, anschauen kann. Also hat doch noch ein persönliches Ende. Ein Happy End. Ein Happy End, genau. Sehr schön. Was hat dich nach Quinten geführt? Auf dem Grundstück, wo wir sind, das gehört meinem lieben Nachbar und Freund. Und wir haben 2016 so bei einem Vierabendbier darüber geredet, dass er möchte eine Stiftung gründen. Und zwar eine Stiftung gründen, die den Zweck hat, Arbeitsplätze und Wohnraum in Quinten zu schaffen, damit eben Quinten in die nächste Generation kann gehen. Und ich habe dann meinem Nachbarn gesagt, dass ich aufgrund von meiner Ausbildung ihm gerne helfen kann bei der Gründung von dieser Stiftung. Und so jetzt ist dann eins zum anderen gekommen. Also ich bin ein sogenannter Angeschwemmter. Ich bin 2017 angeschwemmt worden und wohne seitdem da. Was bist denn du von Beruf? Ich bin ein Betriebsökonom von Beruf. Ich habe eine eigene Firma und berate Unternehmungen in verschiedenen Teilen des Management. Und wie reagieren die Leute, wenn du ihnen sagst, dass du in Quinten wohnst? Das ist immer eine gute Story. Also ich denke, wenn jemand fragt, Quinten, und dann sage ich, ich bin mit dem Schiff gekommen, oder? Dann werden natürlich alle wissen, wie das geht. Viele Leute können sich auch nicht vorstellen, dass wenn ich, sagen wir, jetzt am Abend hast du noch etwas zu und es ist dunkel, und sage ich, ja, ich gehe jetzt heim, und sage, dann kommst du nur noch über den See, oder so. Und das sind immer sehr spannende Geschichten. Ich erzähle den Leuten natürlich auch immer gerne, dass wir wirklich 2017 da oder eben den Service Public, den wir vorhin gesagt haben, wie Internet und Postzustellung haben müssen sicherstellen. Ich glaube, das ist auch immer wieder so ein bisschen außerhalb von dem Urbanen wichtig, das dürfen mitzuteilen, dass es wirklich Randregionen gibt, oder? Und dass man auch dort muss schauen, dass es auch dort lebenswert ist. Ja, wir haben lustigerweise aufgeschrieben, eine Frage, welche Rolle das Technik oder Technologie in Quinten spielt. Technik spielt eine grosse Rolle für einen Schiffspodcast. Das ist nämlich eine Frage, die ChatGPT mir vorgeschlagen hat. Okay. Wo ich mir Fragen zusammenstellen lasse. Ja. Und ich habe gedacht, es ist eigentlich eine blöde Frage. Also für mich ist klar, dass ihr hier Internet habt. Aber jetzt ist das gar nicht so klar in dem Fall. Ja, das hat verschiedene Gründe. Das eine ist, dass von der Bevölkerung natürlich nie wirklich, also man hat doch Internet gehabt, so muss man sagen, 5 oder 4G oder 3G Data zumal, das lange zum Telefonieren und vielleicht etwas Kleines machen. Wenn wir jetzt aber an die nächste Generation denken, dann müssen wir da können arbeiten, Homeoffice etc. Sprich, wenn wir die Internetverbindung nicht sichergestellt hätten, oder, weiss nicht, wie es rausgekommen wäre da in der Corona-Zeit, wo doch Haufen haben müssen dann von daheim aus arbeiten etc. Und es ist halt auch von der Versorgung. Selbstverständlich hat Swisscom, die sind, sagen wir, 40 Anschlüsse von Bewohnern und vielleicht nochmal so viel von Ferienhäuslern, oder? Steht halt nicht so auf dem Traktandum und dann muss man sich bemerkbar machen. Und dann hat man jetzt anstelle von einem Kabel, hat man sogenannte Richtstrahlantennen gewählt. Und das funktioniert sehr gut. Und du brauchst ja wahrscheinlich das Internet für deine Arbeit. Für die Stiftung Quinten lebt auch. Ich habe gesehen, du tust ein Video posten. Ist korrekt, ja. Ist
Also, ich glaube, jeder Mann und Frau kommen wir heute nicht ohne Internet aus. Wir brauchen es zum Arbeiten. Ich brauche es aber auch, um deine Podcast zu hören, natürlich, oder? Auch zum Fernsehen schauen oder was auch immer. Einfach das, was man halt heute so mit dem Internet macht. Ja, ja, klar. Was machst du sonst noch für die Stiftung, für euer Ziel zu erreichen? Ich bin Präsident von dieser Stiftung und schaue, dass wir da im strategischen Bereich gut unterwegs sind. Das heisst, wir haben Arbeitsplätze und Wohnraum ja im Fokus. Das heisst, wir schauen, dass wir da können. Wir haben zum Beispiel eine Maulbeerplantage gemacht mit 500 Bäumen, wo wir eine Sideralpenaufzucht machen können. Wir haben 2,4 Tonnen Maulbeerblätter, die wir vermarkten. Es gibt ganz viele Sachen, die wir versuchen, die Wertschöpfung hier vor Ort zu generieren. Das musst du mir jetzt noch etwas neuer erklären. Maulbeerplantage. Ja, genau. Einerseits ist es so, dass eigentlich früher, genau, wir haben vorhin ein bisschen über die Industrialisierung 1.0 geredet, über das Dampfross, über die Dampfmaschine, über die Lokomotive. Und dazu mal haben ja viele Arbeiter auf dem Land ihren Arbeitsplatz verloren, weil die Dampfmaschine viel Handarbeit ersetzt hat. Das war auch in der Textilbranche so gewesen. Und dann hat man sich vor allem die Bauern nach Nebenerwerben gesucht. Tabak oder eben Sideralpen. Und ein Sideralpen frisst Maulbeere, also Maulbeerblätter, richtigerweise gesagt. Für das braucht es wiederum einen Baum. Und das war auch in Quinten so gewesen. Ja, die Leute haben früher im späten 19. Jahrhundert einen Nebenerwerb gehabt und haben die Sideralpen aufgezogen, haben dann die Kokosse abgegeben. Und das ist eine Art Renaissance, das eine. Aber das andere ist, wir haben geschaut, was haben wir da für Fähigkeiten vor Ort. Also Leute, die können, es hat ja sehr viele Reben da, Leute, die können Reben bewirtschaften, können auch einen Maulbeerbaum bewirtschaften oder so. Also das heisst, wir haben die bestehenden Fähigkeiten können nutzen und haben jetzt zum Wein auch Diversifikation. Also man macht nicht nur Wein, sondern man kann mit diesen Maulbeerblättern einerseits die Sideralpen füttern. Da gibt es Kokos. Ein so ein Koko hat 3 Kilometer Seide drauf und da kennt man das Swiss Silk. Und daraus gibt es den Portemonnaie, Schals oder solche Sachen. Und die Maulbeerblätter kann man aber natürlich auch verwerten zu Tee. Wir werden dann später ja noch sicher ein Purlimunter trinken. Das ist ein Erfrischungstee aus Maulbeerblättern. Da freue ich mich schon drauf in dem Fall. Du hast auch gesagt, dass Wein abbauen wird in Quinten. Jetzt, ihr seid von hohen Bergen umgeben. Das hat offenbar keinen negativen Einfluss auf das Klima. Nein, sogar sehr positiv. Also Quinten nennt man ja das Gandria der Ostschweiz. Und das sind genau die Berge und der See. Also jetzt, du siehst, wenn du da schaust, die Sonne scheint, oder? Und der See, wie auch der Berg, ist ein latenter Speicher. Das heisst, wenn die Sonne untergeht, bleibt trotzdem noch gewisse Restwärme da, die nachher wieder abgegeben wird. Und das ist für den Wein, aber auch für Aprikosen oder was auch immer da wächst, sehr eine gute Sache. Also wir haben klimatisch sehr gute Bedingungen. Wie tut die Natur dich prägen? Du hast eine hohe Felswand im Rücken und vordran gerade der See. Du bist ein bisschen eingeklemmt. Überhaupt nicht, weil ich schaue meistens auf den See. Also die Felswand, die Churfirsten stören mich überhaupt nicht. Kommt vielleicht davon, ich bin ursprünglich in Chur aufgewachsen, im Bündnerland. Also bin ein bisschen Bergbub. Also ich habe mich an diesen Churfirsten noch nie gestört. Aber sie sind wahrscheinlich in das Wort, das bei mir im Rücken hat. So. Von stören kann ich überhaupt nicht reden im Fall. Ich finde Berge sehr etwas Schönes. Aber sie sind auch ein bisschen erdrückend. Ja, ja, das, also möglich für mich jetzt nicht, oder? Also ich fahre da mit dem Schiff hin und her und fühle mich da sehr wohl. Danke vielmals, dass du Zeit gehabt für den Schiffspodcast. Ich möchte dich gerne noch fragen, was deine Hoffnung oder deine Wünsche sind für Quinten, bevor wir nachher den Tee versuchen. Mein Wunsch für Quinten ist, dass wir Quinten weiterhin lebenswert gestalten können für nächste Generationen, so dass es auch für Kinder, Kindeskinder Sinn macht, in Quinten zu leben. Das hat das Dorf verdient, weil es ist wirklich die Perle am Walensee. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich danke dir vielmals und dann werden wir uns gleich wieder hören mit dem zweiten Teil, wo wir dann über einen modernen H2-Shuttle reden.
das erste Schiff mit Wasserstoff, das kommerziell eingesetzt wird in der Schweiz. Danke dir, Daniel, dass du vom Thunersee an den Wallensee gekommen bist. Das war die 30. Folge vom Schiffspodcast. Wir waren in Quinten am Wallensee und haben gesehen, dass es alles andere ist als ein Qualensee. Aber dass es halt auch Nachteile mit sich bringen kann, wenn man täglich mit dem Schiff fahren muss. Zum Abschluss haben Joel und ich einen Pulli munter getrunken. Ein Eistee aus Quinten, gemacht aus Maulbeerblättern, Birnensaft und Bergkräuter. Sehr erfrischend. Ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat. Wenn dich etwas gestört hat oder du eine Anregung hast, dann schreib mir es per E-Mail an dani@schiffspodcast.ch. Du findest den Schiffspodcast auch bei den sozialen Netzwerken Facebook, Instagram, TikTok oder YouTube. Dort hat es Fotos und Videos, zum Beispiel vom Wallensee über das Motorboot Barbara. Der Schiffspodcast ist ein unabhängiges und ehrenamtliches Projekt. Er schaut hinter die Kulissen der Schweizer Schifffahrt, zeigt Zusammenhänge auf und weckt Begeisterung für unsere Schiffe und unsere Gewässer. Nicht vergessen, die Bonusausgabe über den H2-Shuttle kommt am 17. August. Der nächste regulare Schiffspodcast erscheint am 1. Montag vom September, das ist der 2. Bis dann, volle Fahrt voraus! O Walensee, für manche bist ein Qualensee.